Ein Bild, was ich nie vergessen kann, ich war in Berlin, das war die Berlin-Biennale, glaube ich, und da gibt es ein altes Lokal, das heißt Clairstens Ballsaal. Und man wusste, dass irgendetwas von der Biennale findet dort statt und geht darum und das ist ein schöner alter Saal und in diesem Saal drin war ein Pärchen am Boden am Küssen. Aber jetzt nicht wie zwei Teenager, die wild übereinander herfallen, sondern vielleicht eher, wie man sich den Kuss von Rodin oder so vorstellt. Also zwar innig und auf sich selber konzentriert, aber auch in einer sehr grazilen Bewegung, so dass das eigentlich faszinierend ist. Normalerweise guckt man ja weg und denkt, man möchte niemanden stören dabei. Aber das war so schön, dass man eigentlich zugucken wollte und sich auch um die drumherum bewegt hat und sich dann auch überlegt hat, ja, wann war, habe ich zum letzten Mal so einen schönen Kuss gehabt oder wann war mein erster solcher oder war ich schon mal in so einer Situation. Und auch würde ich etwas so Privates an einem öffentlichen Ort machen. Und etwas, was auf den ersten Blick vielleicht so banal ausgesehen, als ein Pärchen, die man küssen, sieht man an jeder Bushaltestelle, ist dann plötzlich etwas, was wirklich auch ein Bild kreiert. Und ich möchte dich mal fragen, das heißt ja zumindest in Englisch visuelle Kunst, Deutsch heißt es bildende Kunst. Wie gehst du davor? Wie weißt du, wie kreierst du ein Bild in den Köpfen? Wie schaffst du das, in den Köpfen der Menschen ein Bild zu kreieren? Also es ist ganz unterschiedlich. Manche Arbeiten sind ja sehr visuell, jetzt wieder Kuss, das ist einfach eine Choreografie, also ein Duett, so ein langsam, ganz langsam getanztes Duett im Grunde. Und da gibt es halt an unterschiedlichen Momenten, küssen die beiden Tänzer sich halt in diesem, also küssen sich wirklich in diesem Duett. Das ist ja eine sehr visuelle Sache. This Progress zum Beispiel, die Arbeit, über die gerade geredet haben, ist ja im Grunde gar kein Bild. Ne? Also als das zum Beispiel in Guggenheim gezeigt wurde, man sieht halt Leute, die rumlaufen. Ne? Also manchmal habe ich schon so innere Bilder, aber manchmal habe ich auch das nicht, sondern habe irgendwie ein bestimmte. Also wie so ein Werk entsteht, ist ganz unterschiedlich. Manchmal. Naja, also zum Beispiel bei dem Kuss, den wir ja auch hier zeigen, zusammen mit einer Skulptur von Brancusi, Richter. War es für mich halt interessant, also ich sag mal, da kommen verschiedene Sachen zusammen, ja, aber teilweise ist es auch sehr formale Sachen. Ja. Also vielleicht ist das jetzt langweilig, aber mich hat zum Beispiel interessiert, mein Medium ist sozusagen der menschliche Körper. Und der menschliche Körper ist eine ganz schön komplexe Technologie, wenn man so will, ja, oder komplexes Material. Und es ist eine sehr skulpturale Arbeit. Klar, man sieht diese Menschen auf dem Boden. Und mich hat interessiert, also eine Skulptur zu machen, die auf dem Boden stattfindet, irgendwie, aber an dem Moment. Also in der horizontalen, aber auch einen Moment hat, wo sie so in die Vertikale geht. Also es gibt einen Moment, wo die so aufstehen, relativ so übergangslos und auf einmal so stehen und dann küssen sich auch wirklich nur, dann ist dieses choreografische Element fast weg und dann gehen sie wieder so zu Boden. Ja, und das ist eine sehr formale Überlegung, eine Skulptur, die sowohl auf dem Boden ist als auch senkrecht oder waagerecht und senkrecht ist. Und wir zeigen sie ja hier. Dann im August auch mit einer sehr senkrechten Skulptur so platziert, dass es in einem Moment eben auch meine Arbeit und der Brancusi sozusagen so proportional im Raum gleich ausgerichtet beide vertikal sind, aber dann wird eben meine wieder horizontal. Also weiß nicht, das ist vielleicht jetzt nicht so juicy oder so, aber das sind schon so formale Überlegungen, die ich dann habe. Das andere ist halt zum Beispiel, dass ich halt damals, das war 2002, musste ich ja sozusagen legitimieren, warum das, was ich mache, auch Kunst ist. Ja? Also erstens ist es ja nicht mal so
nicht unbedingt so einsichtig. Also warum ist jetzt jemand, warum ist etwas, was erstmal eine menschliche Bewegung ist, eigentlich ein Kunstwerk? So. Und dann habe ich halt in der Zeit, das habe ich dann danach nicht mehr gemacht, mich an so existierende Kunstwerke so oder existierende Kunstwerke so aufgenommen, meine Arbeiten. Das heißt, diese Choreografie entspinnt sich halt auch an anderen Skulpturen oder an Skulpturen, die Kuss zum Titel haben, also Brancusis Kuss, Rodins Kuss, Klimts Kuss und dann noch ein paar andere Werke. Und das heißt, es ist eine Choreografie, aber die durchlaufen halt diese Position. Das heißt, man sieht dieses Paar dann auch im Moment in dieser Haltung von Rodins Kuss oder dann ein paar Minuten später in der Haltung von Brancusis Kuss. Und es war für mich halt auch so eine Art zu sagen, na gut, also das ist schon sehr komplexes Material. Also der Mensch ist eine komplexe Geschichte, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen crazy an, aber der Mensch ist nicht, also in diesem Zusammenhang von oder Handlungen sind irgendwie eine komplexe Angelegenheit, die verschiedene Momente in sich ihn aufnehmen können. Das heißt, im Grunde war es auch so eine Idee von so einem Museum der Kussskulptur. Ja, also das war auch eine Idee. Und eine dritte Idee war, also warum ich den Kuss... Ich habe nach so klassischen Topos gesucht der Kunstgeschichte, aber auch natürlich hat mich auch der Kuss interessiert, weil der Kuss ist irgendwas, was man ist eigentlich das Einzige, was man nicht repräsentieren kann. Also mir ging es halt sozusagen die Spezifität auch meines Mediums, also eben menschliche Handlungen so zu zeigen und auch die Stärke davon. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich gerade erzähle, aber der Kuss ist halt interessant, weil es eigentlich die einzige menschliche Handlung ist, die nicht repräsentational sein kann. Also was heißt das, was ich gerade sage? Das heißt zum Beispiel, dass also zum Beispiel, wenn Schauspieler sich küssen im Film, gibt es immer dann sofort so Klatsch, in den Klatschseiten so Gerüchte darüber, dass sie sich jetzt irgendwie auch zusammenkommen. Weil es ist irgendwas, oder Prostituierte machen zwar Geschlechtsverkehr, sie küssen nicht, weil es ist irgendwas, was man nicht sozusagen simulieren kann. Ja, in dem Moment, wo man es macht, ist es, und das hat mich halt interessiert, dass es in dem Moment, weil Kunst ist ja immer eine Form von Repräsentation, also Rodins Kuss repräsentiert einen Kuss. Ja. Mich hat halt interessiert, eine Kussskulptur zu machen, ja, also die aber ein Kuss ist. Ja. Gut, also das sind so verschiedene, da gibt es auch noch zwei andere, also mehrere Stränge, die mich dann beschäftigen in so einer Sache. Aber und ich glaube, dass aber das Wichtigste für mich heutzutage ist natürlich, dass da Sachen drinstecken, die man selber nicht weiß. Also es ist ja auch immer so eine... Die man selber nicht weiß. Also ich mache das ja jetzt schon ein paar Jährchen und wenn man... Ich erinnere mich natürlich an solche Gedanken, die ich gerade gesagt habe, also die auch so, ja, so bewusst sind, sagen wir mal, wo man so überlegt, so ja, ich interessiere mich für dies, ich interessiere mich für jenes, sozusagen. Aber wenn man dann so 10 Jahre vergehen und man guckt, und ich habe ja das Privileg, dann auch diese Arbeiten immer wieder zu sehen, dann merkt man natürlich so, wenn man ein bisschen älter wird, dass da noch ganz andere Sachen drinstecken, ja? die man sich damals nicht bewusst war und die viel mehr psychologisch sind und die viel mehr mit dem Unterbewusstsein zu tun hat und die man damals überhaupt nicht verstanden hat. Ne? Und deswegen rede ich eigentlich auch nicht so gerne über die Werke, weil ich denke, dass... Das ist ja auch das Spiel der Kunst, also dass der Künstler was vorsteckt und dass dann die Rezeption, also oder die Betrachter oder die Besucher ihre eigene Geschichte daraus machen. Ne?